Servus Leute, wir sind wieder bei Trockenbrot LP Amnesia The Dark Descent Folge 13. Oh, 13 ist die Pechzahl. Ja, und ich hoffe, wir haben jetzt viel Glück im Spiel. Wir sind im Lagerraum, ganz nice gerade. Der Glöckner verfolgt uns, also zwei Glöckner, um genau zu sein. Ja, ich werde jetzt mal so ein bisschen durchraschen. Raschen. 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 Gott, ist das scheiße, wenn man das selber spielt. Der ist da voll rechts, ja, glaube ich, irgendwo. Achso. Das ist dir, glaube ich, nicht egal. Das ist ja der gute Mann. Da ist schon wieder dieser Sound. Man hat ja auch irgendwie keine Chance, sich irgendwie zu entkommen. Oh, hier ist gar keine Tür, doch. Mann, sind wir schon wieder weit gekommen, du hast die Zeit gar nicht gestoppt. Ja. Machen wir jetzt ab jetzt einfach 15 Minuten. Genau. Jetzt ist der Punkt auch wieder da, gell? Ja, heute ist halt da, der Punkt. Das war ein bisschen seltsam im letzten Mal. Mhm. Können wir hier überhaupt jetzt... Ah ja, muss den einfach... Geduckt. Wie er gerade stehen geblieben ist. Ja, der bleibt stehen, weil er dich also bemerkt hat. Ja. Du darfst ihn nicht anschauen, gell? Ja. Sonst irgendwann wird es dann richtig. Gott, ey. Ich geh mal so rückwärts. Nee, lieber nicht. Viel Spaß. Oh Mann, der Lachen hab ich gerade schon wieder eingeschrocknet. Ha! Also die war da, waren auch schon bei mir. Ja, ja. Ich find's Zuschauen finde ich eigentlich genauso schlimm. Der ist nach rechts gegangen, glaube ich. Küche, waren wir da schon? Ich geh mal in die Küche. Nee, ich glaube nicht. Also wir müssen jetzt eigentlich schon wieder... Wir haben ein Glas gekriegt, was können wir mit dem Glas machen? Was hier? Wir haben ein Glas gekriegt, was können wir mit dem Glas machen? Gute Frage. Mal in die andere Richtung. Ein Glas. Ja, das Glas ist, um irgendwelche Flüssigkeiten aufzubewahren. was haben wir hier? Ach, da sind wir hergekommen, ja. Ja. Hier ist nach rechts auch gegangen, ja. Ah, hier geht's zur Küche, geh mal in die Küche. Nee, geh doch in die Küche, komm. Ja, schau, was hier ist. Ja, okay. Doch, hier warst du auch schon mal kurz, gell? Das weiß ich noch. Doch, hier waren wir schon mal, oder? Es gibt öfter diese Schlösser, die mit einem ausgezeichneten Zustand. Ja, wir sind dann, glaube ich, nach links gegangen. Also hier waren wir jetzt noch nicht. Doch, hier waren wir auch schon, oder? Nee. Ich weiß es echt nicht. Nee, hier waren wir noch nicht. Ja, die Küche sieht ja schön aus, neuer Trakt. Finde ich gut, dass wir von diesen Zellen raus sind. Ich auch. Brennenburg 2 von 3. Da Baron alles. Die Musik ist gerade so schön. Ja, das ist echt angenehm. Das sind Speisen, die sind köstlich. Vielleicht kommt es gleich der gar nicht verrotten, Mann. Hm, lecker ein Apfel. Ja, was ist das denn hier? Weh, gammeliges Brot. Das kann man doch trotzdem noch essen. Schimmelbrot. ja. Wer kann Schimmelbrot? Schreibt es in die Kommentare. Nein. Ah, Öl. Olio. Kannst du gleich mal anwenden. Ja. Glas. Ah, wir haben schon wieder. Ist das so? Ja. Passt. Kopf dröhnt. Ja, das ist ja Standard. Alter. Was ist das, grünes Fleisch? Pökelfleisch, Ist ja geil. Das macht ja Spaß. Wie geht's noch mit dem? Da liegst du falsch, du blödes Sau. Willst du noch mal singen für die Zuschauer? Das ist ein Glas. Das. Da, Alter! Ey, das ist die Säule, die können wir mit dem Glas nehmen, hier, warte mal. Ja, genau, hab ich auch gemeint. Ja, willst du mal singen, fröhlich? Nee, ich kann gerade nicht singen. Ja, so Müsli ist schon besser als Cornflakes. Da liegst du falsch, du blöde Sau, da liegst du falsch. Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau. Sau. Es fällt dir mal ein, die Küche einzubringen. Keine Ahnung, ich dachte irgendwie, dass ich hier sicher wäre, ich weiß auch nicht. Halt auch die Tür. Die Musik war so fröhlich und dann hat man irgendwie gedacht. Ich glaube, so können wir die Schlösser. Die Säure. Genau, ja, die Schlösser aufsäuren. Gut, dass wir das jetzt entdeckt haben. Fuck. Schauen wir mal durch, ob sie ein paar Zunder. Ah, ja, gut. Dann sollten wir doch wieder alles erleuchten, wahrscheinlich einfach irgendwann. Laudanum. Da haben wir schon 5 oder so, gell? Laudanum ist relativ wichtig, aber ich auch. Man darf auch nicht so laut sein, ich glaube, der hört auch, wenn man irgendwie so klirrt oder so, gell? Kann nee, das will ich nicht. Ich glaube, so schlau ist der nicht. Der schaut auch nicht so schlau aus. Ja, nee, schlau nicht, aber. Ich will nur hinterhergehen. Vielleicht hat er ja gute Ohren. Wenn du ihn immer vor dir hast, ist ganz nice. Ja. Also ist er nach rechts gegangen. Das kannst du dir mal merken, da vorne. Also links kannst du gehen. Ich wollte eh nochmal nach links gehen, aber eh die verschlossene Tür. Mhm. Sonst geht's gleich auch schon, dass ich mich scheiße. Ne, da muss ich wahrscheinlich. Was hat er gerade gesagt? Find the way. Ich will nichts. Okay, wir brauchen also eine andere Tür. Ich glaube, ich weiß welche.
Die ich hatte da beim Lagerraum, wo dort stand. Es ist noch nicht ganz genug. Also es ist noch nicht genug zerstört oder so. Ja, aber ich da. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich wieder zurückgehen. Und dann sind wir hier raus aus diesem Kaff. Ja gut, die Küche. Wahrscheinlich müssen wir einfach zum Lagerraum wieder. Wo ich komplett im Dunkeln gelaufen bin. Ja. Aber das Dumme ist halt, wir holen ihn gleich wieder ein. Links brauchst du, glaube ich. Ich glaube, der hat sich schon längst weggetortet. Was ist hier so? Achso, hier ist nix. Ja, ich glaube auch, dass ich einfach wegporte, wenn du nicht mehr im Blick hast. Ja. Also wie schnell du dich da einfach bewegst, man. Ich würde es gar nicht packen. Ich kann es jetzt einfach so langsam bewegen, wenn ich packen, glaube ich. Bin ein bisschen anders. Ja, das sagen. Ist... Du willst halt darum möglichst schnell, denn ich möchte halt gar nicht erst haben. Ja, das ist natürlich auch eine Einstellung. Das haben wir so rechts. Die Schilder sind eigentlich ganz gut. Ich glaube, das ist ja das falsch. Da kommst du direkt wieder zum Lagerraum. Also komplett. Stimmt so. Du musst den anderen Weg gehen. Nee, ich glaube, da vorne. Wir haben jetzt immer relativ sparsam mit dem ganzen Zeug. Ja, ist doch besser so. Mann. Nee, ich glaube, ich mach noch eine andere Tür. Das muss doch irgendwie gehen. Bist du zu bewegen, oder? Nee, ich meine eine andere Tür auch. Ich glaube, das ist vielleicht letzter. Nee, du boah. Wie war der da? Nee, Alter. Keine Ahnung. Ich hab's so. So ein Sound gehört. Du musst vorne nach rechts, glaube ich, dann kommst du da hin. Hier nach rechts? Nee, vorne. Ja, was? Direkt ganz nach vorne. Einfach vor. Ja, einfach mal durchrennen mal wieder. Ich war nach rechts. Nee, da bin ich auch hergekommen, da war doch die Küche. Nee, da kommst du nicht. Stimmt, ja. Und dann da sollte jetzt eine enge Tür noch sein. Die da? Ich glaube. Weil da steht auch irgendwas, klick mal an die Tür. Ah ne, das habe ich nicht gemeint. Ja, ich kann es mal probieren. Doch, eben schon. Ja, das ist so eine Tür, die ich auch gedacht. Ja. Schwer beschädigt. Jetzt können wir vielleicht irgendwas dagegen werfen. Nur nochmal den Kasten, der ist. Ja. Gut, dass wir den letztens geholt haben, den Kasten. Alter, jetzt komm ich hinter dir. Aus! Lauf! Ich sehe nichts. Alter, ich dachte schon wieder, Mann. Die Zisterne, was ist eine Zisterne? Keine Ahnung, irgend so ein Untergrundding, so ein Waschen. Nein, weißt du nicht, aber. Nee, genau. Ich kann sagen, dass das irgendwie so eine Art Grab ist. Nee, das ist so eine. Das ja, jetzt siehst du es. So ein Brunnen, so ein, weißt schon. Gut. So you use the drain sewers as a means of transport? Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. But we won't be using it. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the dank tunnels produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. Sehr schön hier. Ja. Schau dich erstmal um. Giftige Pilze wachsen hier anscheinend, wenn wir uns nicht beeilen oder so. Oder was hat er gesagt? Ja, irgendwie sowas. Schau mal, ob es Zunderbüchsen gibt oder so. Da sind wir hergekommen, ja. Nee. Wir sind da hinten hergekommen. Also die Getriebe müssen geölt werden. Gut, dass wir so viel Öl haben. Nee, das ist sicher wieder irgendwas anderes. Ja. Da sind wir hergekommen. Warte, das Wasser. Kann man dann Chemietopf runterstellen oder so? Mhm. Oder das Glas. Nein. Gibt's hier irgendwelche Büchsen oder so zum Unterbüchsen? Da hinten ist ein Gang. Genau, hier ist auf jeden Fall ganz hell und ich geh jetzt mal nach rechts den Gang an. Den Gang entlang, da ist ein Zunder, nicht. Da kann es echt hinstellen. Oh, das ist ja voll das fette Glas, das sieht man jetzt erst. Aber ich würde trotzdem mal kurz dahinter gehen, bevor ich. Ja, ich mach's trotzdem mal kurz so. Ja. Wer weiß, was passiert. Die Hebe wird funktionieren wahrscheinlich. Die Leiter ist runter ein bisschen. Als ist wieder hoch. Was soll das Ach, bringen? Das ist dieses Teil im Weg. Da kann man. Ah! Ich muss einfach öfter machen, oder? Ja, genau, dann geht's kaputt. Ja, gut, das ist geil gemacht, das Spiel. Ja. Auf jeden Fall. Ich bin trotzdem noch schneller. Ja, gehen wir erst noch weiter. Wieder. Alter, das war. Ich find's schön, dass hier mal wieder ein bisschen heller ist. Das ist ja. Wieder was anderes. Ich dachte, wir werden. Oh, nee, da hab ich schon keine Lust drauf, dass mich räumen, wenn ich jetzt.
Alter, nee, das ist. Aber wie so Wasserscheiße. Wieso muss ich eigentlich immer diese Wasser? Okay, da können wir eh nicht hin. Wahrscheinlich müssen wir das Wasser irgendwie abstellen oder so. Ja. Ah, okay, wahrscheinlich ist es dafür da, dass wir das Wasser abstellen. Okay. Gut, gut, dann gehen wir mal die Leiter hoch und schauen uns, was das erwartet. Du hast die Uhr im Auge. Ja, ja. Ja, ich habe das ein bisschen schlecht eingestellt, aber. Müssen wir nachher nochmal. Gut. Das sieht auch schon wie so aus. Das ist wie die Tür vom Maschinenraum. Steuerraum. Da kommt der Steuerer. Okay, Alexander, das ist wahrscheinlich der Kerl. Der ist ja hässlich. Mit den weißen, schlohweißen Haaren. Um uns alle zu töten. Töten. Ja, bitte. An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel, but things don't always turn out the way we planned. Tragisch, aber wahr. Erstmal natürlich wieder umschauen nach Öl und Zünderbüchsen. Das ist echt das Allerwichtigste bei diesem Spiel. Mhm, ein bisschen, ja. Hier ist auch wieder relativ hell. Was ist das hier? Okay, also hier sind lauter so Türen. Das ist wieder so ein Türenraum, so wie der Weinkeller ein bisschen. Ja. Wahrscheinlich. Oh, ich will das gar nicht auf. Gut, wir kommen wieder zurück, da ist nochmal so ein. Das ist ja schon viele Türen. Alter, das ist ja voll. Vorne waren auch noch zwei Türen. Ich weiß schon, ne? Hier ist auch nichts mehr, oder? Ich geh jetzt einfach mal so weiter, ne? Oh ne, Hebel. Schaut komplex aus. Steckt fest, okay. Steckt fest, okay. Steckt fest. Vielleicht steckt hier alle fest. Stimmt. Wieso steckt das fest? Was ist das eigentlich? Seltsame Maschinerie. Was liegt das dran, dass dieses Öl da oben ausläuft? Habe ich gleich noch Öl? Nee. Aber ich denke, das brauchen wir auch nicht mehr. Nee. Brauchen wir das für irgendwas? Keine Ahnung. Zunderbüchse und natürlich. Das Maschine. Sag mal, das lese ich, weiß nicht. Ich kann nur hoffen, dass es auch nur annähernd die Kraft einer Taschenuhr hat. Aha. Jeder hat seine Hoffnungen und Träume. Oh, geheime Öl. Das haben wir langsam wieder ein bisschen aufgefüllte Öllaterne. Ja, das ist schon mal positiv. Wir sollten aber jetzt auch sparen. Auf jeden Fall. Oh, ich denke schon immer wieder, dass der Glöckner gleich um irgendeine Ecke steht. Merkt ihr mal so ein bisschen die Räume, dass wir hier zum Beispiel steckfesten Sachen haben. Aber ich denke jedes Mal, dass es eine Kiste ist, die man öffnen kann. Ah ja. Aber die kennt man eigentlich schon immer, die. Es gibt ja auch welche, die man öffnen kann. Ja. Man erkennt die aber eigentlich immer schon ein bisschen anders aus. Was ist das für ein Raum hier? Das ist alles irgendwie undicht, dieses Schloss ist alles schon so alt irgendwie. Hm. Muss man hier irgendwas machen, ne? Kann man ja nichts machen, oder? Der Raum ist ja irgendwie unnütz gewesen. Ah, irgendwie schon. Ich denke, das ist nur so Deko von. Ja, ne, ein Zunderbuchs war drin. Also, hat sich schon gelohnt. Das ist noch so ein Raum. War da nicht eben drin? Ne, ne, das ist ein anderer jetzt, weil das sind die Hebel ist auf der linken Seite. Lass mich raten, sie stecken alle fest. Tun sie gar nicht. Wahrscheinlich muss machen wir alle runter. Nicht? Also. Ja, das ist nicht so leicht. Mann. Vielleicht gehen sie jetzt bei der anderen Seite dann auf. Was soll das jetzt bringen? Keine Ahnung, das ist dreimal hoch und dann wieder runter gegangen. Machen wir das linke wieder hoch? Ja, machen wir das andere wieder hoch, was dann passiert. Vielleicht müssen wir es irgendwie ganz runter kriegen, oder? Warte ich jetzt mal. Ja, wenn wir das, ja genau. Oh, gelöst, und jetzt? Ja, und jetzt? Na, vielleicht musst du das bei der anderen Seite jetzt auch machen, vielleicht geht's ja jetzt. Ja. Hölzerne Kurbel. Ach, das ist hier schon wieder adventure-mäßig langsam. Ja, sowas. Schade. Nur einmal. Oh Mann. Gut, dann. Das ist echt seltsam, das ist schon wieder mystisch hier eigentlich. Wieder so ein bisschen rätselmäßig. Was haben wir? Geh nochmal auf die andere Seite. Was hier? Das war keine Tür. Vielleicht geht's ja jetzt bei der anderen Seite aus. Ach, nee, das wäre hergekommen.
Siehst du, was da geht? Keine Ahnung, vielleicht. Ach, das ist schon unten. Vielleicht können wir jetzt irgendwie draußen irgendwas machen. Wieso ist das schon unten? Keine Ahnung, weil das ist doch das Versteck festgesteckt ist. Nee. Vielleicht sollen das ja gar nicht runter, sondern hoch zu unten. Nee. Vielleicht sollen wir. Ach doch, jetzt sind beide unten, das könnte schon stimmen. Das sind aber auch so Zeichen am Boden, vielleicht haben die was zu bedeuten. Spiegelt sich in die Ocean für mich. Ja, es werden sich irgendwann erfahren. Geh nochmal zurück, oder? Ja. Wahrscheinlich doch dann auch erst in der nächsten Folge. Werden wir das erfahren. Ja, man muss erst alle Sekunden, dann geht's los. Dann kommt der Glück, ja, und dann geht's ab. Hier sind Rohre. Diese Rohre sind auch mystisch. Ja, okay. Irgendwie steckt hier echt alles fest. Das vielleicht kann man jetzt, wenn wir bei der anderen Seite, jetzt ist wieder, schau dir mal den Raum genau an, was hier jetzt ist, in der Luft und so. Da sind so seltsame Eisenkugeln, vielleicht die verrostet sind. Vielleicht müssen wir es jetzt so machen, genau auf der anderen Seite, wie es hier auch aussieht. Da zwei hoch, ja, okay, jetzt gehen wir auf die andere Seite. Also zwei sind oben und eins ist unten. Mhm. Das kannst du jetzt so schön machen in der Folge. Hier ist alles unten. Ja, genau. Das linke, das ist doch nicht so weit hoch. Nicht ganz so weit hoch wie die anderen. Die anderen komplett hoch, glaube ich. Echt? Ja, keine Ahnung. Komplett? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie weit das hoch geht. Ja, müssen wir mal schauen, dann. Ist nicht die Rätsel. Oder auch nicht. Das finde ich schon wieder magisch. Mhm. Ich wette, man muss, das hat damit was zu tun, dass sie alle gleich aussehen. Wieso leuchten die Rohre denn eigentlich? Keine Ahnung. Radioaktiv. Ja, wir müssen jetzt eh aufhören. Echt? Ja. Und dann stellen wir uns nochmal hier so. Mitten in den Raum. Fröhlich in den Raum rein. Ja, das war dann. Der Steuerraum. Man steuert praktisch irgendwas Mechanisches. Wahrscheinlich den Abfluss. Das Zernen natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Servus. Servus.